Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich mache schon mal die Ego-Perspektive und ziehe die Waffe, weil da sind ihr Lichter. Okay, den haben wir. Okay, wir bleiben erstmal bei der Silberwaffe auf jeden Fall. Die haben wieder gelitten. So, wo ist der Verehrer? Oder ist er jetzt auch tot? Wie sieht's mit ihm aus hier eigentlich? Antoine Brank. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich relevant war. Oder ob der wiederkommt. Der Verehrer ist ja auch wiedergekommen. Er hier. So, Ziel ist es jetzt aber für uns, dass wir an bessere Sachen kommen. Ausrüstung, sowas. Also Ork-Sachen. Oder was wäre die nächste? Arcane Grove? Hatten wir hier nicht irgendwie vielleicht ein Oblivion-Tor? Vielleicht riskieren wir es mal, einen nochmal zu betreten. Und schließt man die dann auch damit direkt? Dann kriegen wir zumindest schon mal aus den Oblivion-Toren dädrische Ausrüstung. So, so. Wen haben wir denn hier? Hey! Autsch. Stirb! So, was hat die uns da angetan? Die hat ein Mithril-Schild, aber Axt der Gefahr nehmen wir mal mit. Ich sehe da einen Minotaurus. Warte mal. Ritter des Weißen Hexes, Mazoga der Ohr. Wenn die, wen die Götter ärgern, warte mal. Herkunft des Grauen. Achso, das sind die abgeschlossenen, warte. Kauf ein Haus in Lea Wien. So, unfreundlicher Mitbewerber. Gesellschaft betroffenen Kaufleute nennt, hat mich angeheuert, um einen neuen Laden mit lächerlich niedrigen Preisen zu untersuchen. Die Arena. So, betrunkener Ruhestörer. Hier war das. Wenn jemand Minotaurenhörner oder Ogerzähne. So, da haben wir einen Minotaur und da unten auch noch ein Oblivion-Tor. So, kurz abwarten. Bis wir vollständig geheilt sind. Obwohl, warte mal, wir können auch das hier nehmen. Für vollständige Heilung. Nochmal kurz speichern. Dann gehen wir auf den Minotauren los.
So. Komm mal her. Hey! Out. Komm mal bitte hier hin. Nicht, dass du gleich wegrutscht. So, Minotaurenhorn. Und wo ist seine Waffe? Ist die jetzt runtergerutscht oder? Wir haben Minotaurenhorn bekommen. Und da ist ein Oblivion-Tor. Da würde ich gerne einmal rein. Einmal ausprobieren. Ich will es mal riskieren. Okay, Kampfmusik direkt. Ein Tor nach Oblivion. Der kommt, der Idiot kommt tatsächlich mit. So, jetzt will ich aber wissen, was wir hier machen müssen. Spitalstock. So, ich sehe da schon ein Viech. Hat leider nichts. Ich hoffe wirklich, wir kommen hier an dädrische Ausrüstung. Vielleicht Rüstungen oder sowas. Schießt das? Ich glaube schon. Da ist schon Dedra. Demora. Ich verbanne euch. So. Dedra Herz, Trank der Unsichtbarkeit. Aber, warte, was ist das? Demora Landwehr. Viel Schaden macht das. Nice. Tunnel zur Unterwelt. Ortskarte. Tunnel zur Unterwelt. Oder kann man die immer wieder öfters mal betreten? Würde mich auch interessieren. Da hinten ging es ja auch irgendwie weiter, also da lang. Ist der am Brennen oder was ist das da? Okay, da brennt nur einer. Langschwert. Geringer Stab der Bannung. Bücher. Geringe Lebensentdecken. Kreatur befehligen.
Der Turm des Todes. So, noch ein Langschwert. Das klingt, als wäre hier noch jemand. Oben vielleicht? Tatsächlich oben. Immerhin haben wir schon mal ein Langschwert. Nee, das stimmt. Okay, der hat nichts. Wie bist du jetzt hier hochgekommen? Käfig wird mit einem Schalter geöffnet. Okay, der liegt da jetzt unten. Okay, perfekt. Der ist hier aufgespießt worden. Seelenstein, Gold. Der hat aber nichts. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Was ist das? Blutbrunnen? Ach, die Blutbrunnen, genau, da war ja was. Die füllen ja Leben auf. So, was damit auf sich ist, weiß ich nicht. Außer, dass das Ding schießt. Wenn man zu nah ist. So, da ist Tor zur Unterwelt. Fleischige Schote. Oh. Leben wiederherstellen, perfekt. Da war was. Ich springe da aber jetzt mal nicht runter. Ich weiß nicht, ob wir da auch wieder rauskommen. Ich würde doch lieber dann erstmal weitergehen. Hier geht es anscheinend nicht weiter. Salze brauchen wir nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Hm.
ich feiere das irgendwie, dass der einfach mit in die, durch die Pforten der Hölle mitkommt. Ich feiere das gerade irgendwie. Irgendwie auch lustig, dass er glaubt, ich bin in der Lage, ihn zu beschützen. So, da haben wir den nächsten Dremora. Streitkolben, ich hoffe nur die drei Herzen. Die Waffe aus. Da. Da ist der. So. Gift heilen an selbst. Gleichmut. Krankheit heilen. Makelloser Tapas. Nehmen wir mal mit. Der wiegt nicht viel und ist, das könnte ich vielleicht mitnehmen. Einen Moment. Warte. So. Wie lange dauert das noch? Ich glaube, ihn hat's erwischt. Wir sind unseren zweiten Verehrer losgeworden. Ich dachte, ich könnte hier auch einfach so durchrennen. Okay, da hinten wartet ein Skamp auf uns. Aber ja, wie gesagt, ich find's lustig, dass der erwartet hätte, ich wäre in der Lage, ihn zu beschützen. Einmal herkommen. Der ist selber drauf gegangen. Und hat die Fallen ausgelöst. Müssen wir genau hin. Wir sind jetzt einmal quasi fast drumherum gelaufen, also einmal fast im Kreis. Ich würde aber gerne wissen, ab wann man dädrische Rüstung kriegt. Braucht man dafür ein bestimmtes Level zu erreichen? Wir sind ja Level 12, Stufe 12. Hm.
Wir versuchen nur einen anzulocken. Feuersalze. Feuersalze brauchen wir nicht. Out. Da ist wieder ein Blutbrunnen. Der ist jetzt genau das Richtige, das, was wir brauchen. Kann man die eigentlich öfters benutzen? Der Sprungbrunnen braucht Zeit, um... Okay. So, und jetzt? Jetzt sind wir hier. Wo müssen wir hin? Da hinten hin? Ne, von da kamen wir doch. Hä? Wo muss ich hin? Was muss ich hier machen? Habe ich einen Eingang übersehen irgendwo? Oder musste ich durch das Tor der Unterwelt da? Nun bin jetzt für umsonst drumherum gelaufen. Ihn werde ich vermissen. Irgendwas habe ich gerade gehört. Habe ich was umgeschmissen? So, nochmal so eine fleischige Schote. Ah, okay, der war leer. Wir können nicht mehr viel tragen. War das aber nicht irgendwie eigentlich auch so, wenn man irgendwo in den Reichen von Oblivion stirbt, dann ist die Seele auch dort gefangen. Und je nachdem, bei welchem dädrischen Fürsten man in wessen Ebene dann man landet. Ah, man kommt hier doch weiter. Okay. Ist man dann in dessen Ebene dann eingesperrt? Fleischhafen? Füttert mich! Wo ist er hin? Jetzt den da. Alter!
Okay, das war jetzt ein bisschen heftig. Dremora Streitkolben. Trank der Erholung. Ausdauer wiederherstellen. Brauchen wir jetzt nicht. Wo ist der andere? Da. Was hat er so? Ein Dädraherz. Ich hätte wirklich gern die komplette Montur von dem jetzt. Vielleicht einmal kurz zwischenspeichern, bevor wir nach oben gehen. So, was gibt's hier? Nochmal 20 Lebenspunkte. Dädrasack. Orkstiefel. So, was sind... Hier sind zwei. Okay. Dann ziehen wir die Dinger an. Haben wir schon mal eine bessere, wieder ein besseres Rüstungsteil. Aber ich glaube, ich kann hier jetzt auch nichts mehr machen. Mit Erfolg Harada. Peitschende Wurzeln. Es gibt Leute, die stehen auf sowas. So, Wiederherstellung wieder verbessert. Magie reicht wieder nicht aus. Was? Achso, das ist der Oblivion Tor. Okay, dann heißt das jetzt einmal wirklich hier durch die Dings springen. Wo auch immer jetzt die Tür war. Hasstunnel. Der große Forst? Turm des Todes. Wo waren... Fleischhafen? Da gab's noch... Okay, warte mal. Die Richtung? Die Richtung. Achso, der große Forst, von da kamen wir. Okay. Ja, ich weiß sonst nicht, wo ich dann weiter muss. Ich suche mal eben den Tunnel zur Unterwelt, wo auch immer der jetzt nochmal war. Okay, Dings Gesundheit ist schon voll. War da hier hinter?
war der doch, oder? Tunnel der, zur Unterwelt, die Hasstunnels. Ah, okay. Ah. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier weiter? Diese Harada-Wurzeln. Ha! Die müssen aber auch ein auspeitschen, schnell. So, Oblivion-Höhle. Ich gehe mal hier entlang. Und gucke mal, was es da gibt. Gold und reiner Topas mit Zielhandschuhe geben weniger Rüstung als meine Handschuhe. Meine geben 2. Warte mal. So. Calming Touch Tom. Fertig. Okay. So, jetzt noch mal kurz gucken. Da lang. Höhle. Nächster Bereich. Autsch. Hey! So, wir tauschen einmal. Das, was ich jetzt hier kaputt habe. Und den Streitkolben packen wir auch mal weg. Der hat ein Schild. Primora Kaitiv-Schild. So, Schild. Der gibt 10 Schutz. Der gibt aber 11 Schutz, aber der ist dädrisch. Ich fühle mich verarscht. Egal, wir bleiben bei dem dädrischen. Jetzt hört auf zu peitschen hier. Elf Kriegsaxt. Können wir nicht mehr mitnehmen. So, da hinten gab es noch eine Abzweigung nach rechts. Hier. Jetzt können wir uns die neue Hütte leisten. So, und da müssen wir hin, oder? Genau, hier hin. Oblivion-Höhle. Ah, okay. So kommen wir ins Innenbereich.
eure Schnelligkeit wieder entzogen. Das ist ein Remora Rüpel. Okay, der hat nichts Besonderes. Was ist damit? Oh, die Eisenhandschuhe sind kaputt. Ja, okay. So, der ist... Lassen wir mal liegen. Wir kriegen ja zur Not neue. Ich hätte gern wieder so einen Blutbrunnen. Zu Boden. Autsch. Marklose Perle können wir auch verkaufen gehen. Nehmen wir mit. Bist du ein Beschworener? Nee. Hier gab es sonst nichts. Okay, wer... Da. Okay, irgendwo ist der Nächste unterwegs. Auf der Suche nach uns. Hier gab es, glaube ich, sonst nichts. So. Magiker wiederherstellen. Gut, dass ich vor euch dahin gerannt bin.
Belastende Berührung. Langschwert. Gib mir deine Rüstung. Gleichmut und der Dreiherz. Ich glaube, mein Schwert hält nicht mehr lange durch. Warte, ich kann keine Quest Ich wollte schon sagen. Dann nehme ich stattdessen noch das andere Schwert hier. Als Ersatz. Das sind jetzt aber auch keine. Das sind doch keine Questgegenstände, oder? Ich hätte seins nehmen können, hier. Er ist auch 94, okay. Gibt's da sonst noch was? Nö. Magie reicht wieder nicht aus. Gold. Sobald wir in der nächsten Stadt sind, werden wir definitiv einmal alles repariert. Schmiedehämmer kaufen ohne Ende. Nein, nein. Recht auseinander. Nicht dies. Das Schild ist bei 99. Wie viel ist jetzt mein Schild? Kaitiff-Schild 96. Wir haben ein Dedra-Herz. Ring der Stahlhaut. Herkömmlichen Waffen widerstehen 30% selbst. Ich nehme das mal mit. 4000 kostet das Ding. Muss ich hier rein? Ich glaube nicht. Was muss ich hier machen? Der blutige Kirchturm. Ödnis von Oblivion. Hier ist irgendwo noch eine Tür. Die ich jetzt nicht sehe.
nicht der Blutbrunnen. Lass mich am Blutbrunnen vorbei. Ah, Korridor der dunklen Erlösung. Ich speichere mal. Nichts. Hat er der sowas? Nee. Die Ringe nehmen wir mit. Die können wir bestimmt gut verkaufen. Gleich zwei von denen. Nee, das waren drei. Hör auf zu rennen. Hier geblieben. Der ist tot. Recht auseinander, blutet. Ich glaube, mein Schwert ist zu viel. Der macht nicht mehr so viel Schaden. So, Geschenk der Flamme. Zustand Waffe, Waffe. Ihr könnt keine Questgegenstände aus dem Inventar entfernen. Wo ist denn das bitte ein Questgegenstand? So. Last Agnostik. Warte mal, die Tränke, ne. Tür zur Korridor der dunklen Erlösung, von da kamen wir. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, das sind ja... Oben, Sigillum Sanctus, da wollen wir ja hin. Gehe ich mal von aus. Und das ist oben. Mondlicht? Remora Langschwert. Warte mal, wir haben jetzt... Der ist bei 100%, den nehmen wir mal mit.
Sonst gibt es hier jetzt keinen, oder? Sigillum Sanctus. Okay, wo kommen die jetzt? So, wo ist dein Kollege? Und wo ist der Blutbrunnen? Das ist so einer, der mit Blitzen schießt. Der wiegt mir zu viel. Blockenfertigkeit verbessern. Ihr solltet rasten und über das Gelände reflektieren. Ein wirklich geschickter Kämpfer lernt das Ablocken mit Schild und Waffen. Ihr habt lange und verbissen geübt und seid nun ein Geselle im Blocken. Beim Ablocken tragen eure Waffen und euer Schild keinen Schaden mehr davon. Wenn ihr mit bloßen Händen blockt, wird die Waffe des Gegners ein wenig zurückgestoßen. Allerdings fügt euch der Angriff den vollen Schaden zu. Okay. Ach, du bist hier die Nerven. War es, der ist auch tot. Ich gehe mal kurz runter, den da looten. Wo liegt der? Hier. Stab der Korrosion. Okay, der hat nichts. Das Ding hatten wir gelootet, das da müssen wir noch. Nehmen wir beides mit. Streitkolben des Gefrierens. Tank der Gesundheit. 31 biegt der. Wir werden dann überladen. Das Ding müssen wir ja auch noch mitnehmen, den Siegelstein. Okay, der liegt jetzt hier. Zählt das Tor jetzt als geschlossen? Ein Tor nach Oblivion. Falsche Taste. Wo war die Straße? Die Richtung, oder? Ich finde es interessant, dass wir aber unseren Verehrer jetzt das zweite Mal verloren haben. Und die Tore waren doch tatsächlich machbar.
Aber ich würde, bis wir das nächste Tor machen, noch mal ein bisschen abwarten. So, da haben wir die Straße. Wenn wir hier dran beten, seid im, stark im Krieg und bekämpft das Böse. Betet an meinem Altar in den Kapellen, um meinen Segen zu erhalten. So. Ah, okay. Leben ist auf jeden Fall wieder voll dafür. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!